Ich muss ja nichts aufnehmen. 3, 2, 1. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Bitte Build Wars. Battle Build Wars. Hallo. Mit unseren üblichen vier Verdächtigen und mir, Monsieur Brammen. Und lange nicht mehr aufgenommen. Beim letzten Mal mussten unsere Jungs Schauspieler erstellen. Ganz viele Leute haben auf der Pizza.de auch in die Kommentare geschrieben, wer es dann dementsprechend sein soll. Die Verlosungsaktion dazu wird dann auch abgewickelt von unserem Mikkel. Nee, so. Der Gewinner! Der Gewinner! Der ich hoffe, meine tieftraurige Geschichte hat euch jetzt nicht irgendwie dazu verleitet, das Video doch nicht weiter zu gucken oder zu weinen oder so. Was für eine tieftraurige Geschichte? Ja, hier mein schmerzhaftestes Erlebnis. Ach so, vom vorletzten Mal meinst du? Ja. Genau, die Bestrafung war da. Und wie gesagt, beim letzten Mal haben wir Schauspieler gemacht und den besten Schauspieler, das war Indiana Jones bzw. Harrison Ford mit 4,3%. Ich wollte sagen, ich dachte, das ist Christian Stachelhaus, ja. AKA Christians Minecraft-Püppchen. Ja. Ja, mit 4,3% oder auch 304 Votes und dafür. Sag ich mal, herzlichen Glückwunsch, ja? Das ist schon nicht schlecht, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Netter. Ja. Genau. Der zweitbeste, slash, der drittschlechteste aus der Abstimmung also, wäre der gute Sebastian, jetzt auch wieder hier zu sehen, mit 23,7%. Oh shit, kam da schon. Ja, ja. Genau, mit Robert Downey Jr. und 1489 Votes für das Schlechteste von Sebastian. Mace Windu, komm, zeig, dass du besser bist als der Imperator. Wir haben dann noch... Leonardo DiCaprio und Mace Windu. War ja nicht zu erkennen, so hässlich war das. Und haben dann insgesamt 46,6 gegen 24,9. Oh, oder 2926 zu 1566. Und die 24,9% ist Peter. Was? Oh! Und Jay hat mit 46,6 oder 2926 Negativ-Votes verloren und darf damit ein Jay, Foto weißt, von sich. Nur weil ich einen dunkelhäutigen gebaut habe. Ja, ich wollte gerade so sagen, nur weil er schwarz ist. Ja, echt mal, so rassistische Zuschauer, die hier für mich gewotet haben. Finde ich echt nicht okay. Nein, Spaß. Alles klar. Okay, kann man. Wenn man halt so ist, dann stimmt. Ist man halt so. Aber ey, das stimmt, mein schwarzer Penis, der hat auch den schlechtesten Platz gekriegt. Ja. Wir sind hier auf einer Erkenne da ein Pattern. Es lag bestimmt immer an der Farbe. Okay. Was ist denn meine Bestrafung? Mach ein Bild von dir mit einem Promi. Gerne natürlich auch in Photoshop. Nein, das muss echt sein. Das kannst du natürlich auch gerne echt machen. Wenn du möchtest... Er hat doch da die ganzen Geschichten rausgehauen. Er hat doch die Skills drauf. Ja, wirklich, im Zweifel. Gehst du den Witz nochmal bei der Kartbahn vorbei? Genau. Ja. Rennbahn, Pferderennbahn. Also. Ja, hab ich ein Bild mit einem Promi? Ich überlege gerade. Ja, wenn nicht, dann ist es dein Job dazu sagen. So, wir machen einen Timer. Ja, also jeder darf sich eine Box aussuchen. Ja. Meine Friends. Box. Ja. Und heute ist es tatsächlich... fast schon relativ simpel, weil es auf das detaillierte Design ankommen wird, weil ich gerne den DeLorean hätte aus Zurück in die Zukunft. Oh. Ach du Scheiße. Okay. Genau, und während ihr noch sag ich mal, 3, 2, 1 und go. Dann viel Spaß, 10 Minuten. Ach du Scheiße. Also die gute alte Zeitmaschine aus dem Film Back to the Future. Alter, das ist ganz schön... schwer. Okay, es gibt keine graue Wolle. Problem. Klar gibt's graue Wolle. Echt? Wenn ich Grey eintippe, fit der nix. Ja, dann gibst du es halt falsch ein. Mit A-Y. Oh. Ja. Das saying. Was? Es gibt sogar Grey Wool und Light Grey. Kannst du gar noch unterscheiden. Ja, ist ja gut. Na, Peter hängt noch Mr. Grey gedacht. Peter hängt noch ein bisschen in der Luft, würde ich sagen. Hacke. Ja, ziemlich. Aber das ist kein Problem. 9 Minuten 20 hast du ja noch. Ja, das reicht vollkommen aus. Also deswegen, das ist ja gar kein Problem, ja. Also natürlich, wer möchte um den Zuschauerpreis
zu gewinnen oder die Gunst der Zuschauer sich zu erarbeiten, kann natürlich noch Martin McFly und Doc Brown an den Hebel stellen. Ach so, ja, genau. Aber ja, das, klar, das zählt nicht zu der, das zählt nicht zu der Aufgabe. Ich sag nur, ja, wer da nochmal Bock hat, der wird bestimmt ein paar Bonuspünktchen von den Zuschauern dann doch bekommen, ja. Und die Bestrafung an dieser Stelle ist auch nicht sonderlich schwer, sondern eher ein wenig detailverliebt, ja. Und zwar hätte ich gerne einen Songtext zum Back to the Future Theme. Was? Den Songtext? Okay. Ja, den Songtext darfst du schreiben. Verstehe ich noch nicht, aber ich muss erstmal meinen fahren wir. Genau, so ungefähr, ja. Genau. Und wenn du mir dann, irgendwann mal auf den Sack gehen willst, darf der den einsingen. Scheiße, ich war schon wieder Blödsinn. So, okay. Christian baut aktuell ein Schild. Ja, das ist ja noch gar nichts hier. Ja, ja, klar. Aber man sieht schon an den Maßstäben, da werden... Ja, das wird wieder ein bisschen viel zu groß. Ich weiß wieder nicht, wie groß man da das machen soll, unterschiedliche, damit das proportional vernünftig... Unterschiedliche Wege gegangen. 7 Minuten 50 noch, by the way. Okay. Und ich dachte mir, nachdem ihr halt immer selbst kreativ sein musstet, geht es doch mal wieder darum, etwas ich das denn zu verwirklichen in Minecraft. Und Peter baut eine Reihe von Portalen. Ja, auf jeden Fall sind das Portale. Es könnten auch Reifen sein, aber aktuell, wie sie stehen, sind es noch Portale für mich. Aber die Filme waren grandios. Das, ja, natürlich waren die groß. Ja, die waren auch groß. Richtig große Filme. Richtig krass, ey. So, 7 Minuten noch. So. Okay, Jonathan, da kennt man auch auf jeden Fall, was er baut. Also, logischerweise sind die DeLorean. Aber auch das Profil ist gut zu erkennen. Aber mir scheint es, der gute Herr Apelt hat ein wenig Hektik. Echt? Hab ich das? Ja, weiß gar ich nicht. Du baust irgendwie anders als die anderen, sag ich mal. Bring ihn doch nicht aus dem Konzept, wo ist denn das? Nein. Alles gut. So. Bei Monsieur Stachelhaus. Na, guck mal, dass der Rasen ein bisschen kaputt. Den können wir mal kurz ficken. Flicken. Fick du mal den Rasen. So. Okay, ich hab mir das Ding noch nicht von der Seite angeguckt. Okay, das sieht aus wie, keine Ahnung, so eine Durchreiche beim Essen. In so einer Kantine. Na gut, also noch knappe 6 Minuten. Da wird er sicher noch was draus. Kacke. Okay, der gute Sepp, der baut gerade einen Helm. Ja. Ich sagen, kann man sich. Gesamt kann man sich gut so aufsetzen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wird, glaube ich, auch passen. Stell mich mal hier rein. Ja, setz dir mal auf, Dennis. Auf deinen kleinen Zwiebelschädel passt das wenigstens. Alter, das ist super schwer. So. Ja, doch. Ich habe keinen Peil. Das wird einfach viel zu riesig, was ich hier baue. Ey, das ist ekelhaft. Ja, hast du 5,5 Minuten. Also alle Zeit der Welt. Nice. So, aber Peter geht auf einmal richtig die Action ab, nachdem er für die Reifen so ewig gebraucht hat und die... Ich sag mal, ein Teil des Chassis. Jetzt auf einmal wird hier ein Block nach dem anderen gesetzt. Du scheinst im Flow zu sein. Das war Chaos pur, ey. Ich hatte ein bisschen Arsch am Wandern. Ja, manchmal wandert per Feder halt der Arsch. Okay. Ach so, das vorne. Alter, Junge. Das ist okay. Ja. Sagen. Ja, Smits. Der Smits macht immer wieder 4 Minuten 40. Was zur Hölle? So, Herr Apelt, der eher minimalistische Stil. Okay. Nennen wir es mal. Ich sage mal, wenn die Tür zugehen, ja. Fällt man unten raus. Manchmal wäre es echt cool, wenn man über Scrap-Mechanik die ganze Sache so anheben könnte. Manchmal wird cool, wenn man von vorne. Ich mache jetzt eine coole Scheiße, Bram. Welche Steine wie aussehen?
Ich versuche halt mit Details zu gewinnen. Na, ne, ist auch okay. So, Herr Stachelhaus. Hä, wieso geht das nicht? Ich glaube, das geht. Boah. Ich erkenne, was das sein soll. Es funkelt schön. Ja, das ist zu kurz geworden. Aber der fällt hinten halt auch ab. Das ist halt scheiße. Ja, aber 3 Minuten 30 noch. Ja, das ist ja alle Zeit der Welt. Okay. So, bei Panzer Sepp gerade noch. Ja, echt mal, ey, bei Panzer Sepp. Sieht ein bisschen aus. Könnte auch ein U-Boot sein noch. Aber noch ist auch Zeit. Hallo? Oder ein Schiff oder sowas. Könnte so ein Kriegsschiff sein. Der Marine. Du bist schon ein Arsch, ne? Also, ist super ja, schön geworden, ja? 3 Minuten 10 noch. Ist ja alle Möglichkeit da, dass den Kern, den Diamanten, sag ich mal, aus der Kohle zu hauen. Okay, bei Herr Smits. Boah, das oh Mann, ey. Ich glaube, Peter baut mit Abstand am größten. Ich glaube, ich werde auch nicht fertig. Also, 2 Minuten 40. Dann toll. Ja. Also alle Zeit der Welt, ja? Muss ich gar nicht stressen. Die man erkennt Peters Detailverliebtheit an. Also so von der Front her sieht ein bisschen aus wie die Schnauze von Pluto. Wahrscheinlich schlecht. Details bei Herr Appelt. Man geil, erkennt ne? sie. 2,20 noch. Das ist echt irgendwie cool. Bleibt das denn so? Was? Ah, okay, ich verstehe, wie du es gemacht hast. Okay. Ich hab gar keinen Boden, fällt mir mal gerade ein. Das ist ja, das sehe ich ja jetzt gerade erst, das ist ja doof. Ist ja doof, okay. Alles klar. Herr Stachelhaus? Ich weiß gerade nicht, woraus ich das Lenkrad machen soll, ehrlich gesagt. 1.21 Gigawatts. Aber 1,45 hast du noch? Ich bin gerade verdammte Scheiße. Man kann Sachen ja auch leider nicht drehen. Nee. Okay. Ui, ui, ui. So. Sebastian. Ja, nein! Das hat Lenkrad. Wie soll das denn jetzt gehen, ja? Okay. Und wir ein bisschen rum, aber sehen uns sofort wieder. Zur finalen Fuck Sicht. You! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das war's! Das war's! Oh Gott! Eine Meisterleistung. Und wir fangen an bei Jonathan Apult. Oh Mann, ey. Alter, das war bockschwer diesmal, ey. Und dem DeLorean! Oder, wie man es hier sehen könnte, ich weiß. Ey, guck mal hier mit krassen Heckspoiler und Rücklichtern und Vorderlichtern und Flügeltüren und der coolen Spur. Und die schwarze tatsächlich Spur ist Ich glaube, die Spur ist echt das Coolste da dran. Idee. Die Spur ist echt eine coole Idee. Also wenn das Auto nicht gemacht hätte, sind die Spuren nur, dann... Gucken wir uns die Spur nochmal an. Ah, warten wir erstmal, das wäre richtig, sind, ne? Also das, wenn das einer gemacht hat, das wäre richtig abgefuckt und ich fände das, glaube ich, ja, geil, cool. Wenn einer das nur die Spur gemacht hätte. Das stimmt. Das weiß ich gerade, weil das Auto, das ist weil der Wagen schon hin. Weg ist, ja. Nee, nicht, also ich habe diesmal, weißt du, letztes Mal habe ich halt voll auf den Sack gekriegt und verloren, weil ich halt groß gebaut habe. Jetzt habe ich mal versucht, kleiner zu bauen, aber es ist halt echt nicht so leicht. Aber es ist halt super schwer, gebe ich Jay auf jeden Fall recht. Ja. Also Auto ist super schwer. Also, wenn wir Jonathan's Story gehen wir weiter zu Peters. Oh, Peter, du hast aber groß gebaut. Ja, Alter. Riesig gebaut. Peter hat auf jeden Fall, glaube ich, echt ein Vorteil. Ist gar nicht so schlecht geworden. Hier müssen wir auch mal kurz rein. Auch kein da ist ja halt nichts drin. Kein Fuchskompensator. Bei Jonathan auch nicht, oder? Ich habe halt drauf geachtet, also der hinten, es kommt halt. Ne. Also ja, hier die schwarzen das Sachen sollen ein bisschen halt schwarz, die diese Turbinen sein. Düsen sein, die Turbinen sein, genau, klar, sind es natürlich Flügeltüren. Vorne halt so dieser schwarze Streifen, den der DeLorean halt so standardmäßig hat, den habe ich Ich halt finde, wenn du den genau von vorne siehst, sieht er ein bisschen aus wie so ein Hund mit Schlappohren. Stimmt!
Ja, wie halt richtiger DeLorean. Aber ich finde zu hoch gebaut, leider. Finde ich. Aber ist jetzt nicht schlimm, also der ist halt groß, aber du hättest den, glaube ich, echt ein bisschen flacher bauen sollen. Also eine Ebene, sein. Ne? Stimmt. What? Kritik aus der einen Seite des Spielfeldes, ja? Ja, aber ich finde, also, ich darf ja auch keine Kritik äußern. Ich finde, der ist schon ganz gut geworden. Hat auch keinen Boden, genauso wie mein Wagen. So, gehen wir weiter. Aber, zu, oder? Falscher Weg, hier ist gar nichts. Zu Herrn Lenzen. So, du hast dich über mich lustig gemacht, oder? Ist das dein Ernst? Ich hab nicht gesagt, dass meiner schöner ist, Jay. Auch hier kein Flugskompensator. Okay. Aber ich hab die Flügeltüren. Sitze und ein Lenkrad. Und die Flügeltüren natürlich. Ja. 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 Kann man machen. Also, ich sollte neutral sein. Ja, das ist halt Selbstauto. Das ist schön. Das ist schön. Ich weiß echt noch nicht, welchen ich schlechter finde bisher. Was ist denn vorne und was ist hinten? Ja, ja, das ist ja wohl klar. Das hier ist vorne. Also wenn du ein Mongo bist, Moment, dann erkennst du das aber nicht. Die Vorderhaube ist doch viel länger als der Rückteil, deswegen habe ich gefragt. Ja, aber vielleicht ist halt der Flugskompensator drin. Wer ein amerikanisches Auto fährt, der sollte das eigentlich wissen, dass vorne die Motorhaube ist. Ja, aber mir fehlt vielleicht auch noch die Düsen oder so, keine Ahnung. Ja, die habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich wollte nämlich gerade noch den Innenraum so machen, dass er zumindest aussieht wie ein Vorderraum noch bauen. Naja. Ah, nochmal der Diss von Jonathan, aber ist okay. Ist die Musik jetzt weg? Aber so hässlich baut wie Jay, der weiß, wie er aussieht. Dann gucken wir hier, der stachelhausische DMC mit Nummernschild. Ja, Nummernschild? Nettes kleines Detail. Ja, zumindest ein Nummernschild. Out of Time, das finde ich tatsächlich... DMC steht vorne drauf. Ja, das ist so ein kleines, nettes Detail, weil ich echt schön finde. Ich weiß halt nicht, was irgendwie so annähernd leuchtet, aber keine Ahnung. Lenkrad. Kompensator sind halt ein Tod. Der Flugskompensator auch, okay. Ja. Und ich hab einen Schaltknüppel hier, so einen Knüppel da gemacht. Ja, den musst du dann betätigen. Und dann geht los. Oh, das ist ja cool. Wobei ich gerade sehe, dass... Ja. Ansonsten auch die Flügeltüren, zumindest. Aber ich habe leider die Düsen nicht mehr gemacht, weil ich musste die Rückseite nochmal abbauen und habe schnell das Glas reingeklatscht, dann habe ich die Düsen nicht mehr gemacht. Warte. Ja, nee, verstehe ich. Ja, 10 Minuten waren auch knapp, muss man ganz ehrlich sagen. Was steht denn da? Also für das war echt super anspruchsvoll. Wow! Das ist Platzhalter, das ist ein gutes Detail. Hat auch ein Lenkrad noch, ja, wunderschön. Sehr gut. Das sind auf jeden Fall dann unsere vier Kandidaten. Ja, nochmal oh lol, das ein steht ein bisschen über. Und abstimmen dürft ihr wie immer da und da. Ja. Also drückt einfach drauf, stimmt ab auf der pietsmit.de, was euer Lieblingsauto nicht ist. Ja, also wer ist am schlechtesten? Und der Schlechteste darf dann einen Text, ich sag mal, texten zum offiziellen Back to the Future Theme. Und den werdet ihr dann dann sehen in dem Voting. Genau. Ansonsten bekommt ihr jetzt noch meine persönliche Präferenz. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, ihr ganzen Schnittchen. Tschüssi. Tschüss. Ciao.